Ist das jetzt, das ist jetzt die Sonnenfinsternis, oder? Ja, die ist ja jetzt rötlich. Also, so wie ich es verstanden habe. Ah, genau, der Bär ist da drüben. Flo leckt der Stream bei dir manchmal. Ich hoffe nicht. So, wo ist der Bär? Ja, eigentlich nicht. Na toll, der Bär ist weg. Nein. Dafür sind hier Planken. Hey, wo ist der Bär? Nicht mal auf 480p ohne Lags, echt? Wow. Das ist ja leicht bescheiden. Tja, wo ist jetzt der Bär? Wieso ist jetzt der Bär weg? Hi. I'm never gonna forget the look on his face when he ate that grape-filled pastry. I can still taste that grape filling. Repulsive. Repulsive. Das Wort kannte ich gar nicht. Bist du? Du bist der Sheriff, gell? Hi there. Ja. Ciao. Da ist nochmal sowas. Wo ist jetzt der Bär hin? Es ist doch nicht Nacht, oder? Wir können natürlich ein bisschen ein Päuschen machen, so schlafen gehen. Und dann, wenn es nicht Tobi betrifft, nee, bei mir ist mein Klick konstant 6000 Mbits. So, das ist unser Bett, ne? Ah, okay, es ist mitten in der Nacht. Okay, alles klar. Dann rasten wir mal bis morgen früh und fallen durch, Verlara. Holy. Ja, das können wir auch nur machen, weil wir für deutsche Verhältnisse gutes Internet haben. Ja, das hattest du vor dem letzten Stream-Abbruch auch. Hm? Ja, stimmt auch. Bis es dann runtergegangen ist. Ja. So. Life is good here in Nava. Ja, das stimmt. Wegen der Dichtmasse. Would you like to buy some sealant? It'll be 500 glowstones. Ich kenne das Kennwort für die Wurzel. No kidding. Well, smack me in the bloom sack and call me a tea kettle. Better than the glowstones, if you ask me. Much obliged. Yeah. Oh nein. Also, 5 für dich macht Masse, okay. Irgendwas zum Verkaufen. Did I mention some people call me one glowstone guy? Well, I've got two nicknames around here. The other thing people call me is 500 glowstone guy. I only ever have one item for sale at a time, and I only sell anything for one 500. Ja. Sealant. Ja, das ist gut. Right now, apparently the shipment that was coming ran a rate. Would you like to buy some sealant? It'll be 500 glowstones. There's only one thing I want that ja, I want. Get verdammt, ich. Bis bald. So. Haben wir, merke ich, nichts davon, von unserem tollen Internet. Ja, bei uns Glasfaser und dann von unten bis in den dritten Stock ist Kupfer. Das ist so, wow, well done, guys. Ja, willkommen in Deutschland. Ist halt wirklich so. Ist halt wirklich so. Vor allen Dingen, die Politik,
unterstützt ja noch das Vectoring, also das heißt, diese Breitbandfaser wird ausgeschöpft bis zum geht nicht mehr. Und ja, das Geile ist, es ist halt einfach, ja, die Technik von den 90ern so ungefähr. Und die EU musste ein Gesetz verabschieden, das den Deutschen untersagt oder verbietet, Vectoring weiterhin zu unterstützen. Weil das ist ja nicht wirtschaftstauglich und wettbewerbstauglich. Ist schon echt lustig. Über den Balkon in den Keller. Ja, mach das. Ja. Ich habe gerade eben, also vor dem Stream und gestern auch mit dem Harris geredet, also einem guten Kumpel von mir, auch Holzbildhauermeister, und der hat ja einen Hof und die bekommen jetzt kostenloses Internet rausverlegt und das ist sogar Glasfaser und das halt kostenlos. Normalerweise, also bis jetzt war es immer so, dass man halt Breitband und was weiß ich kostenlos bekommen hat. Und Glasfaser eben maximal in dicht besiedelten Städten und auch nur, wenn der Eigentümer das bezahlt. Also das war richtig teuer und naja, dass die das jetzt auf dem Land kostenlos bekommen ist. Also ich wage nicht zu hoffen, weil es ist halt immer noch Deutschland, aber es wäre natürlich cool, wenn die da jetzt endlich mal anziehen würden. Vor allem, weil halt, also Deutschland hat ja das fünft oder sechst schlechteste Internet weltweit und ist unter den Top 3, glaube ich, bei den Kosten. Was auch wunderbar ist. So. Muss ich eigentlich mit dem noch reden? Wir brauchen noch eine Schnur, aber Schnüre können wir uns machen. Genau. Muss ich mit ihm noch reden? Hello, good. Where is your raft? Ah, Entschuldigung. Mein Floß ist hier. Ja, das will ich brauchen. Hey! Hallo. Kann ich nicht mit dir reden? Oh. Verdammt, egal, dann rede ich nicht mehr mit dir. So. Oh, fliegende Fische. Geil. Also ich schau mal kurz auf die Map. Ich bin gerade, glaube ich, hier. Ne, hier bin ich. Das heißt, ich muss nach rechts und dann bin ich da. Oder ich fahre einfach so zum anderen Ufer. Geht ja auch. Wie unhöflich bist du eigentlich? Ja, ich konnte gerade nicht mit dem reden. Ich bin nicht unhöflich, der wollte nicht mit mir reden. Langsam ist man denn. Interesting Floß. Ah, schwimmendes Gras ist auch hier. Warte, okay, warte. Da sind wir zu Fuß definitiv schneller. Sag jetzt nicht, wir müssen da hin. Warte mal. Weiß nicht, ob das jetzt das ist oder ob das schon die andere Insel. Was tust du da gerade? Doch absteigen und reden so. Okay, dann rede ich mal mit ihm.
Ja, was ich gerade vorhatte, ich wollte gerade zu der anderen Insel schippern. Hello, good. Where is your raft? Ich hab doch ein Floß. Warte. Dann packe ich mal wieder aus. Warte. Los. Oh nein, oder? Ich habe das Fluss doch eingepackt. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, ein Fluss habe ich. Ah. So. Hello, good. Where is your raft? Da drüben. Ja, okay, das sieht er nicht. Ablegen. So, hier. Der ist jetzt ohne den Floß losgegangen. So, warte. Dieses Drubble Bobble. Da hast du auch zu. Ja, so. Hello, good. Where is your? Okay. Dann ciao. Schau, ich bin gar nicht unfreundlich. Der ist unfreundlich. So, dann wollen wir mal zu neuen Gefilden aufgehen. Aufgehen. Ja. Latschen. Und aufbrechen. Und ich hoffe, wir bekommen dann wieder. Warte, da ist der Wald, genau. Wir bekommen dann wieder Inspiration. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Inspiration. Ist natürlich nicht ganz so viel, aber ist mehr als minus 2. So, wir müssen jetzt da weiter geradeaus. Also das sind die Apotheker. Das finde ich richtig cool, dass die Apotheker. Was Inspiration. Ach, ist das schon die andere Insel? Warte mal. Ah, hier. Ja, klar. Oh Mann. Gut. Los, 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 los. Los. Ah, ich kann von hier auch. Was ist jetzt der Floß? Da. Wieso kann ich das? Ah. Hä? Wieso zeigt er mir, dass ich das nicht machen kann? Aber dann kann ich es machen. So. Jetzt bin ich auf der neuen Insel, ne? Neues Gebiet, genau. Und hier sind ganz viele Baumstümpfe. Okay. Da kann ich nicht rüber. Oh Gott, wenn ich das hier gemacht hätte, bevor ich einen Mantel gehabt hätte oder hab, dann hätte ich mich hier voll beeilen müssen. Schade, hier kann man nicht rein, oder?
Schade, schade, schade. So, ich gehe mal einfach den Weg entlang. Stöckchen. Und Stöckchen. Okay, blaue Blumen. Ah, ein Schild. Heißt das, heiße Quelle. Aha. Der ist gut. Ah. Entschuldigung. Hier kommt rein. Yes. Sehr gut. Hallo. Warte, dann brauche ich das Fläschchen. Stoffleere Flasche. Genau. Das ist gut. Hallo. Well, well. Come to lengthen your life, eh? That's a smart choice. These springs. Well, you know about their magic, right? They'll make you live forever. Ja, cool. Tell me. How old would you guess I am? 70, 30, eine kleine, ein kleiner Unterschied. Also von der Stimme 70, vom Aussehen, keine Ahnung. Wie sehen Affen aus, wenn sie alt sind? Rassist? Kann ich nicht genau sagen. Ja, 30, das. Ich versuch's nochmal. Wenn du deinen Rucksack aufmachst, schau links. Und klick die verschiedenen Reiter durch. Musst du nicht so lange scrollen und suchen. Ja, stimmt, das hast du vorhin gesagt. Ja. Sorry. Ich bin mal ein Schamörch. Yes, yes. And that's because I'm always here. All day I'm in here, so I can live forever. Das ist ja ein schönes Leben dann. Wird das nicht langweilig? Klingt entspannend. Willst du nicht auch mal andere Orte besuchen? Ja, ich mach mal das erste. Oh, I know everything that's out there already. All I need now is to stay in here. Other smart people like yourself visit now and then. I'll tell you a secret. I'm actually 157 years old. Yes, I've seen it all. And who knows what else I'll see. Well, hear about, because I really can't leave the hot springs. One day I got sick. I felt the tenuous grip of life loosen, and I knew that I'd have to stay in here forever. I haven't set a foot outside this spring since then, and look at me now, 157 years old. Vor allen Dingen, er ist ganz angezogen, ne? Also, das wäre ein bisschen komisch. Aber auf Klo geht er dann schon raus, oder? Bist du sicher, dass das stimmt? Wow, ein Wunder. Ich will mal nicht unhöflich sein. It is! And you can live forever too, if you just stick around. Nee. I'm so glad I found this place. Gut, ich nehme mal dein Handtuch. Du bleibst ja hier für immer. Und ich gehe mal. Ciao. Oh Gott. Eier brauche ich gerade nicht. So. Ein Stückchen. Sehr schön. Wurzeln. Sehr schön. Da drüben war gerade ein Haus. Ich dachte, die. Das ist eine Farm, oder? Von den Wappelpflanzen. Ich will die klauen. So ist da so ein Zaun drumherum. Der Weg geht. Das ist ja ein komischer Weg zum Zaun. Naja.
Omas Hof. Nochmal Inspiration. Oh, aber du siehst so traurig aus. Hey, du kleines Äffchen. Hello, name's Toma. Nice to meet you and welcome to the farm. We're the largest distributor of bloom sacks in the entire world. My old man was always proud of that. Rest his soul. Hoping my daughter, Celie's her name, hoping she'll take it up after me. After attending university, of course. No way she'd miss out on the adventures offered by the academy. Das wäre ein gutes Erbe. Sie sollte ihren eigenen Weg gehen. Naja, an sich sollte sie ihren eigenen Weg gehen, aber wäre auf jeden Fall ein gutes Erbe. Also, wenn ihr es gefällt. I just love this old farm. My dad built it from the ground up. I'd hate to be the last one to make use of it. Well, better get back to it. I was just taking inventory of our stores. Seems like we're missing quite a few veggies, and I've been finding apple cores everywhere. I've never heard of an animal that just leaves behind the core. And Celie hates apples, so it's not her. You let me know if you see anyone sneaking around with a bushel of fruit, all right? Nice chatting. See you. Okay. Also, irgendjemand klaut hier... Oh, das ist ja süß. Klaut hier Gemüse? So, die Memorien einer Kapitänin Clara Stone. Das ist aber nicht unsere, oder? Alle fürchteten, ich würde auf meiner Expedition sterben. Hier war vage bewusst. Nee, das ist, glaube ich, nicht die. Ja, das ist nicht unsere. Mir war vage bewusst, dass das möglich sein würde. Doch hatte ich keine richtigen Vorstellungen davon, was es heißen würde, zu sterben. Es hätte für mich damals keinen großen Unterschied gemacht. Ich hätte in Lindo bleiben können, ausgelaugt und ohne jedes Gefühl für das Schöne im Leben. Oder die Welt erkunden und dabei das Risiko eines Schiffsbruchs oder einer unheilbaren Krankheit eingehen können. Denn, so. Erst als ich viel älter geworden war, von der See gelernt und viel eifrige Jungspunde getroffen hatte, verstand ich die eigentliche Gefahr meiner damaligen ersten Reise. Ich sehe nur, warum alle beim Anblick meines Ausbruchs erstarrten. Entschuldigung. Zwei meiner Crewmitglieder sind auf der Reise gestorben. Ich bin nach 4 Jahren nach Hause zurückgekehrt und nach gerade einmal einer Woche auf die nächste Reise aufgebrochen. Keine 3 Wochen später starb mein Onkel. Oh. Jetzt, wo ich weiß, wie er für mich gelitten hat, halte ich meine Abenteuer in noch besserer Erinnerung, um ihn zu ehren. Ah, okay. Ich bereue die Reise, zu denen ich aufgebrochen bin, nicht. Aber ich bin unendlich dankbar für die Unterstützung meiner Liebsten und die Möglichkeit, immer zu ihnen zurückkehren zu dürfen. Aber wieso... Wie er für mich gelitten hat, wie... Okay, ist der Onkel da mitgegangen wahrscheinlich? Irgendwie. Gut. So, das ist also die größte Plantage der Welt. Okay. Auf jeden Fall, die Blauen sind schön. Mit der kann ich noch gehen. Oh, the sunlight glitters brightly off the golden sandy shore. And the moonlight twinkles upon the waves till the sun comes out once more. Hey, you ever been to the sea? Ja, okay. Also, sie kann schön singen, aber immer die Leute,
irgendwie einfach random anfangen zu singen. Okay. Okay. Ich habe das Meer bereist. Ich war schon an vielen Stränden. Ja, stimmt beides. Ah, gosh, is that right? That's a dream of mine. My dad's cousin, Clara, is a magnificent captain of the seas. Traveled north and south and all around. I'm going to study at the University of Nava and try to join the academy. I've been training for weeks. Ihr habt einen schönen Campus. Was ist mit diesem Hof? Viel Glück. Ich mach mal den schönen Campus. I've been there so many times, but I can't wait to live there. In the bustle of Nava, with so many shops, and people my age. My dad loves the farm, and I do too. But the sea. Just thinking of it makes me want to sing forever. Maybe I could grow the company. Find a new port to export our crops. You never know. By the way, can I get you a tea? You must be parched. Let's see. I've got Bloomsack or Mountainwort. Ja. Here you go. Schon mal dran gedacht, dass sie gesungen hat und du hast sie unterbrochen. Nein, als ich zu ihr gegangen bin, hat sie nicht gesungen.